So, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria mit mir. So, weiter geht's. Ja, in der letzten Folge... Ich sehe einen Schleim. Boah, nein, verdammt. Ich sehe einen Schleim. Und ja, in der letzten Folge waren wir hier ungefähr stehen da... stehen geblieben. Ja, genau, wir waren hier stehen bleiben, ne? Ja, genau. So, und was wir diesmal machen, das ist eine gute Frage. Die kann ich euch leider nicht beantworten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Tschüss. Nee, also, auf jeden Fall... Hallo? Hallo? Wow. Also, wenn man zu tief fällt, dann kriegt man ja Schaden. Das weiß ich jetzt ja auch. So, wir werden ein bisschen Höhlen erkunden, erforschen und ein bisschen weiterbauen hier unten. Mit, neuen Sound-Einstellungen. Ich hoffe nicht zu laut, ich hoffe nicht zu leise. Heute ist was Lustiges passiert. Da kann ich gleich mal mit euch drüber reden. Wir haben den 29.07.2011. Und, es ist etwas Lustiges. Naja, also, am Anfang hatte ich noch ziemlich Angst, weil ich bin total der, PC... Hard- und Software-Noob und boah, das gibt's gar nicht. Ich musste, also ich wollte heute eigentlich nur Steam deinstallieren, ja, das Programm Steam. Kennt ihr ja vielleicht, darüber habe ich mir auch das Spiel Terraria, ach nee, ja okay, Terraria habe ich geschenkt bekommen. Aber den Größteil meiner anderen Spiele habe ich dort gekauft. Steam ist halt so eine Plattform, wo man sich, ja, Spiele kaufen kann, die, naja... Ich sage jetzt mal, wenn man etwas jünger ist, kann man sich dort auch Spiele kaufen, die eigentlich für ältere Leute gemacht sind, ne? Nur mal so jetzt, als Randinformation. Auf jeden Fall, ich besorge mir jetzt erstmal ein bisschen Holz. So, auf jeden Fall war es jetzt so, dass ich bei dieser Steam-Deinstallation, einige Fehler hatte. Es, gab da Ordner, die ich nicht löschen konnte. Es gab da... Probleme mit meinem, mit allem. Also mein PC hat dann auf einmal angefangen zu laggen. Ich hatte nachher kaum noch Speicherplatz. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Also, das krieg echt nur ich hin. Weil, das ist... Moment. So, jetzt. Das ist wirklich, schon ziemlich bekloppt von mir gewesen. So, hier vorne haben wir einen Hasen. Kann ich den... Nee, den, wow. Den kann ich nichts antun. Wow, verdammt. So, auf jeden Fall habe ich dann am Ende Steam deinstalliert bekommen. Und heute sitze ich schon den ganzen Tag daran, meine Spiele neu zu installieren. Heute ist Terraria, also jetzt ist Terraria fertig installiert worden. Ich glaube, als nächstes kommen jetzt bei mir gerade, Call of Duty Black Ops. Was kommt noch? Battlefield Bad Company 2, Dragon Age 2, Portal 2. Also, boah, also es ist wirklich krass. Die ganzen Spiele, die ich habe, werden da noch... Ah, ein Pilz. Mushroom. Ja, die werden jetzt alle neu installiert. Und ich frage mich, habe ich hier wirklich schon so verdammt viele Bäume abgeholzt? Das gibt es doch gar nicht. Ja, Mensch. Das ist doch, sagenhaft ist das. So, da vorne haben wir nochmal so einen Schleimer. Komm mal her. So, den machen wir kaputt. Und, dann machen wir uns... Hallo. Dann machen wir uns... weiter auf die Reise... durchs Terraria-Land. Also, ich werde auch mal... Ach, bin ich blöd. Ich brauche hierfür ja eine Dings, eine Axt. So, ich werde einfach mal weitererzählen und halt, ja, erstmal Holz suchen. Gehe immer weiter nach links. Ich finde das gut, dass das hier nicht so ist wie bei Minecraft. Also, wenn man stirbt, dann, ja, also ich habe jetzt schon länger kein Terraria mehr gespielt. Aber ich weiß doch noch, wie war das? Wenn man stirbt, dann, verliert man nur ein bisschen Geld, aber die Items, ja, die behält man ja. Finde ich gut. Also im Gegensatz zu Minecraft, war ich hier unten schon. Okay, dieser Satz hat keinen Sinn ergeben, aber trotzdem. Was haben wir denn hier unten? Hier kriegen wir Clay, Clay, Clay und Stein und Clay und... oh, ach, ah, ja. Ah, okay, das ist ja gut zu wissen. Das war das hier unten. Das ist ja, oh, Moment. Ich versuche mal, diese Teile hier kaputt zu machen. Bam! Da sind nämlich Silver Coins und Copper Coins und was weiß ich. Da ist, Geld drin. Wow! Das Häschen ist gestorben. Hallo! Okay, und, jetzt habe ich ein kleines Problemo. Gut, ich hätte gerne Torches. Where are my... Moment. Torches habe ich hier. So, und da packen wir gleich mal eine hier hin. Hin, hab ich gesagt. So, und weiter.
Bam, bam, bam. So, wir zerschlagen mal die ganzen Fässer. Haben hier jetzt ein bisschen Wasser. Und meine Fackel ist weggespült worden. Verdammte Axt. Okay, weiter hier rein. Oh, was haben wir denn da unten Feines? Okay. Also, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, dass ich hier unten irgendwas gefunden habe. Von wegen, was weiß ich, ne? Dass ich schon vorgelaufen bin und so, meine ich. Nein, ich spiele das wirklich jetzt gerade hier so live mit euch. Von der letzten Aufnahme her sind es ungefähr bestimmt locker 3 Wochen vergangen. Und ich habe keine Ahnung, was das da unten ist. Ich will das jetzt mal mit euch erforschen. Das werde ich jetzt auch mal tun. Und werde erstmal eine Fackel hier hinpacken. Was sind das denn? Die sind ja richtig am... Ich muss hier runter. Oh, oh, und jetzt muss ich hier raus. Die haben da irgendwie... Wieso sind die so... Oh mein Gott, oh mein Gott. Fische! Goldfische! Okay, ich rüste mal mein Schwert aus, falls ich hier... You were slain! Ja, falls ich hier überleben will. Flow was Avis created by Red Slime. Ja, ja, tja. Schön. So, ich mache mich wieder auf den Weg dahin. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Aber, habt ihr das gesehen? Diese... blauen und roten Slimes, ja, die, die waren da schon irgendwie am Verwesen, da kam, boah, ich krieg eine Gänsehaut, da kam irgendwelche so ein schwarzer Dunst kam von denen da aus, das sah aus als, also, so wie Blut, könnte man sagen, ja, nur in schwarz, also, Blut ist ja halt rot und das kam halt so ganz komisch rüber, ich weiß nicht, ich gehe jetzt wieder hin. Und bin ein bisschen am... Wieso kann ich die Blumen nicht abbauen? Schade. Bisschen am Unkraut jäten hier. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Zack, 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 zack. Yeah. Also ich kann hier praktisch jetzt einfach nur noch so runter grinden. Ich brauche gar nicht mehr zu... Holz! Ich brauche gar nicht mehr zu laufen. So und 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 so. Gehen wir mal heile rüber. Bisschen Clay kann auch nicht schaden. Und da oben haben wir Holz. Und da oben kriegen wir, was wir wollen. Sache mal. Schleim, geh weg, du. So, danke. So, Riesendinger haben wir hier wieder. Also eigentlich, ist das genau unser Fachmetier hier? Mit Riesendingern kenne ich mich ja aus. Okay, das war jetzt ein bisschen... So, auf jeden Fall. Riesenbäume können wir hier abbauen. Da kriegen wir Wood und Akorn. Wird weiter nochmal Akorn. Ich glaube, das war irgendwas Komisches. Waren das Blätter oder Akorn? Das ist ja ganz seltsam. Akorn, das müsste... Das hier. Ach so, Akorn sind Eicheln. Also ich nenne es mal Eicheln. Ich weiß nicht, was es ist. Es sind irgendwelche so komischen... Ja, hier, diese Nüsse. Also entschuldigt jetzt mein fehlendes Fachvokabular und mein fehlendes Allgemeinwissen. Ich habe vergessen, wie die Teile heißen. Akorn, Akorn. Na klar, das sind doch Eicheln von Bäumen. Hä? Ja klar, was soll das sonst sein? Das sind die Dinger, die sich ein Eichhörnchen da mal, weiß ich nicht, vorm Winterschlaf da besorgen tut. Ach, ist mir jetzt auch egal, das sind halt Akorns, ne? Kapiert da, was ich meine, ne? So, und ich würde jetzt gerne hier runter. Hooray! So, hallo. Okay, Steinblock weg und runter geht's. So, da vorne dem Viech kloppen wir mal eine Axt in den Kopf, dem Schleim. Ui, ui, ui. Einfach Maustaste gedrückt halten. Das macht Spaß. So, jetzt sind wir wieder hier unten, ja? Mein Plan lautet wie folgt. Erstmal mein Geld wieder zu bekommen und dann... was ist das hier für eine komische Gegend? Ganz ehrlich, so. Hier jetzt nochmal und ich glaube, ich werde mal durchbrechen. Ich werde das Wasser ein bisschen weiter nach unten absenken, aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Licht. Beziehungsweise, oh, hier rechts sehen wir ja, wie viel Atem wir noch haben. Das ist nicht mehr so viel. Oh, oh. Oh, ich höre da... Nein, 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 wow, das war ein Regenwurm. Leute, das habt ihr jetzt im Video nicht erkannt, aber hört ihr dieses... Wow, da war er eben. Den hätte man vielleicht sogar... Okay, jetzt erkennt man ihn.
Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab Angst. Oh, oh, er kommt hier gleich. Da ist er. Bam. Tot. Und da ist noch einer. Warum? Nein. Das sind jetzt echte Depressionen und... Scheiße. Okay, ich brauche ein Schwert. Ich will mich healen. Und... Schnell, 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 schnell. Boah, da ist der. Da ist er wieder, da ist er. Also, ihr müsst jetzt mal drauf achten, Leute. In meiner Nähe ist er. Hier. Boah, das ist ein gigantischer Regenwurm. Also, das sag ich jetzt nicht so. Der heißt auch so. Da unten ist er. Hier. Okay, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er kommt. Da ist er, da ist er, da ist er. Stirb. Sag mal, wie viel hält er eigentlich aus? Oh, ich hab Angst, Leute. Ich hab sowas von... Da ist er. Jetzt komm her, Mann. Du bist so schlau. Giant